Saint-Tropez, Treffpunkt der Reichen und Schönen. Ed und Mace waren weder reich noch schön. Aber Ersteres wollten sie ändern. Das Wasser ist hier blauer als an der Adria. Bist du dieser Typ, dieser Mace? Bist du Ed? Ich glaube nicht, Ed, vielleicht. Warum sagst du da nicht den Antwortsatz? Weil ich mir so viel Scheiße nicht merken kann. Und es gibt weniger Quallen am Strand? Ich stehe seit 2 Stunden in dieser Drecksbrühe und weiche auf. Jetzt soll ich auch noch ein Gedicht aufsagen, Kloakenkacke! Er ist der Mann hinter der wohl schwärzesten Komödie des Jahres, Justus von Donani. Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor von Desaster. Eine Dreifachbelastung. Die Idee für die erste Herausforderung Drehbuch kam naheliegend aus dem Bekanntenkreis. Angefangen hat das Ganze mit einer Geschichte, die mir von einem Bekannten aus München erzählt worden ist. Und der erzählte mir, dass über die Jahre immer wieder in die gleiche Finca eingebrochen wurde. Und irgendwann hatten die Herrschaften, die Besitzer, dann die Nase voll, in den Spanien war das, und haben ein Gitter in einen Kamin eingebaut. Und dann stand im nächsten Frühjahr ein Einbrecher, weil er durch den Kamin versucht hat, reinzukommen. Das ist natürlich erstmal tragisch, aber es hat mich inspiriert zu weiteren Taten. Gesagt, getan. Alles lief nach Plan. Aber der Plan war Kacke. Justus von Donani spielt Ed, zusammen mit Mace verkörpert von Jan-Josef Liefers. Die beiden heuern als mäßig talentierte Profikiller an. Ihr Ziel? Das ganz große Geld. Dazwischen die eigene Dämlichkeit. Neustart. Pistazien mit Mandelsplitter ist am leckersten, oder? Das ist eine Nuss. Ich hab eine Nussallergie, Mann, die ist tödlich. Für Justus von Donani gab es am Set gleich mal die Doppelbelastung als Regisseur und Hauptdarsteller. Wenn man zum Beispiel wie wir manche Szenen in der Badewanne, wollte ich schon sagen, im Schwimmbad hat, dann ist man nass und dann kann man nicht eben mal rausgehen an die Combo und sich die Sachen angucken, sondern dann muss irgendwie der Monitor zu einem getragen werden, weil sonst sind die Fußspuren, die nassen Fußspuren, um den Pool rumzusehen, die sollen aber nicht da sein. Und so muss das also sozusagen, das ist teilweise ein ganz klein bisschen frickelig, wie man so schön sagt. Doch das war nicht die einzige Hürde, denn die Villa in Saint-Tropez war nicht nur Drehset, sondern gleichzeitig auch Hotel fürs komplette Team. Die Folge, Privatzimmer wurden zu Drehorten. Das ist so ein Riesen-WG und abends haben wir an einer wunderschönen an einer Tafel gesessen und dann wurde gekocht. Wir hatten da so ein tolles Kochpärchen aus der Bretagne, 2 verliebte Punker. Die waren ein verliebtes Punkerpärchen, die aber nicht alles versalzen haben. Du bist richtig doller krank im Kopf. Wer von Donani und Kollegen als dämliche Profikiller in der HR-Koproduktion erleben möchte, der kann das tun. Ab heute läuft Desaster in den hessischen Kinos. Ich sagte keine Gewalt. Unter Gewalt verstehe ich aber was ganz anderes. Hiroshima. Das war gewaltig, oder, Mace?